Manfred Vogel. Ja, Ellen Niemeyer. Da habe ich keinen blassen Schimmer, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wüsste ich nicht. Puh, kein Plan. Sagt mir nicht wirklich was. Irgendwie ist mir der Name bekannt, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn hinstecken soll. Ist es Kunst oder kann das weg, wird heute investigativ. In Duisburg, einer Stadt, die man im Rest von Deutschland kennt für seinen ambitionierten Zweitligaverein oder die Ermittlungen eines Horst Schimanskis. Aber Duisburg, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat auch Kunst. Aber wo versteckt sie diese Kunst? Unter Tage. Die Stadt Duisburg zwingt namhafte Künstler wie ein Gerhard Richter oder eine Jarl Niemeyer dazu, unter Tage in der düsteren Unterwelt eines Hades ihre Kunstwerke einem Publikum zu präsentieren, an einem Ort, wo das Publikum an ihren Kunstwerken nur so vorbeirauscht. Guck mal, Kunst. Das hier könnte heißen, wo der Frosch die Locken hat oder zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, schöner als die Kachelung bei mir in der Tanke, eine Pissrinne ist es auf jeden Fall. Obwohl, thematisch ist es schon nah dran an der Pissrinne, ne? Alle Saugköpfe, die Künstler. Der Künstler Manfred Vogel teilt die Wände der Haltestelle Duisburg Rathaus in gleich große Segmente und schafft sich somit seine eigene unterirdische Galerie. Ja? Ein U-Bahn-Uffizium, könnte man sagen. Ein Louvre Underground. Ein Folkwang-Museum des Volksverkehrs. Oh, der Herr Robossi, was machen Sie denn hier? Ich schreibe gerade den großen deutschen Bildungsroman der Postmoderne. Wie sieht's denn aus? Ich warte auf U-Bahn, Pansen. Hätte gar nicht mit dem Automobil unterwegs? Nee, es gibt da zwei unterschiedliche Meinungen, inwieweit ich gerade im Moment meine Fahrerlaubnis nutzen darf. Oh, da ist meine Bahn schon. Tschüss. Ja, sollte Herr Robossi doch mit der U-Bahn fahren. Ich verweigere mich dieser Art der Kunstwahrnehmung. Kunst ist doch kein Safari-Park, wo man so mit einer Bahn durchfährt und mal links und rechts sich den einen oder anderen Exoten anschaut. Nein, ich werde die Kunst zu Fuß besuchen. Wenn ich mal einen Termin in Duisburg habe, da mache ich immer nur unterirdisch. Oben sind zu viele Erinnerungen. Susanne kam ja aus Duisburg. Hab ich eigentlich was zwischen den Zähnen? Meine Güte, ist das ein Brocken. Warum sagt mir das denn keiner? Was hier so aussieht wie plattgefahrenes Streifenhörnchen auf LSD, ne? Das soll so ein bisschen gemahnen an eine Schienennetzpläne, ne? Also wenn das stimmt, dann wundert mich mit den Verspätungen gar nichts mehr. Am König-Heinrich-Platz fallen dem Betrachter sofort die großen Spiegelfronten auf. Ist das ein Spieglein, Spieglein an der Wand, eine Anspielung auf die Grimmsche Märchenwelt vielleicht? Ja, so ein bisschen ist das schon drin, dass es eine Märchenwelt sein kann. Aber es hat erstmal eine Funktion, dass also diese enge Schlauchsituation, die in den U-Bahnen vorherrscht, dass die durch den Spiegel erweitert werden soll. Also die Spiegelung, die gegen der gegenüberliegenden Wände ist ihm geeignet, also dieses Enge der Bahnsysteme so aufzulösen, dass sie sich erweitert, verdoppelt und auf die Art und Weise der Besucher oder der wartet hier an dieser Stelle, dass er sich nicht in einer engen Raumsituation, sondern wie auf einem Boulevard, also in einem Großraum befindet und auf die Art und Weise es angenehmer hat, nicht? Na, ist der Laberpapst aus der Puste? Das Ideentag noch erlebe. Und jetzt? Soll ich das erklären hier? Ja. Jarl Niemeyer, die hat hier ein ganz ungewöhnliches Farbkonzept an Duisburger Hauptbahnhof. Ne?
Die spielt hier so mit dem gedämpften Licht und so Farben, dass so ein wohliges Gefühl aufkommt, so in Opposition zu der Hektik, die hier sonst alle an den Tag legen. Ne? Und da kommt die mit Farbüberraschungen um die Ecke, möchte man sagen. Wer hätte gedacht, dass auf so dunkelbraune Paneele eine hellbraune Folge und dann so ein paar, wo es farblich fast ins Café Krämer geht, ja? Also der Jael Niemeyer, ne? Ich sag, die hat farblich so einige drauf. Zum Beispiel da in der Mitte, da geht das in Mauve über. Mauve, das ist die Farbe von frisch angemachter Leberwurst. Und darunter und darüber von Leberwurst, die schon nicht mehr so ganz gut ist. Ist das so ungefähr richtig? Nein, weg soll das auf keinen Fall. Also das ist auch für mich Kunst, ist aber davon abhängig, was für einen Kunstbegriff ich habe. Ich könnte es mir schöner vorstellen. Ich habe gerne mal sowas, was aus der Reihe fällt, ne? Also schlecht aussehen tut's nicht, aber Kunst ist es auch nicht gerade. Da hat schon lange genug hier, jahrelang hier unten ist, könnte mal was Neues her. Also wie ist das Kunst? Oh, da kommt es weg. Ba 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 ba